eine Holztruhe. Passt auch da rein. Na toll, unter was fällt das wieder? Fällt das schon wieder unter Zutaten? Was? Das ist das, was auch blöd gemacht ist, manches kannst du gar nicht so richtig zuordnen. Was denn? Wolle? Ja. Das ist, glaube ich, Pall. No? Palmat. Pall. Ja, ja. Palmat. Alles, was von Palls kommt, ist natürlich Pallmaterial. Stimmt, ich kann ja auch einfach mal gucken. Hier habe ich Stoff, Leder. Wolle. Oh, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Wenn man so Seelen benutzt, um Pelz aufzupowern, kannst du die irgendwann später wieder rausnehmen aus denen? Oder sind die dann weg? Nochmal was? Wenn du kannst ja Seelen benutzen, um Pelz aufzupowern. Ja. Kannst du die Seelen auch irgendwie wieder rausbekommen oder sind die verbraucht? Sie sind verbraucht. Okay. Dann lohnt sich ja irgendwie noch gar nicht am Anfang so. Nee. Fanggeschick Level 7. Ja, sehr gut. Sämtliche Sachen, die Pals droppen, können da rein. Stoff natürlich nicht, weil das ist ja hergestellt. Hm. Das ist schon sehr zufriedenstellend. Wollen wir heute den Eisturm noch mal probieren? Oder denkst du, wir kommen noch nicht so weit? Ja, ich war noch nicht mal in dem Gebiet, ne? Naja, das ist kurz hinfliegen, ist es ja nicht. Wir können natürlich noch gerne ein bisschen warten auf Madara und BP. Bei Madara keine Ahnung, ob der jetzt, warum der jetzt schon wieder nicht da ist. Ja, irgendwie einen Tag hat er mal Lust, am nächsten Tag sagt er, nee, ich will das Spiel nicht mehr. Und am nächsten Tag sagt er wieder doch. Keine Ahnung. Ja, manchmal kann man es einem nicht leicht machen. Wie sieht das aus bei dir, BP? Jetzt mit Spielen in der Woche. Montag, Dienstag war immer schlecht, ne? Na, jetzt in Ferien geht's. Da ist. Okay, was ist da? Da ist kein Training von den Kindern. Da ist nur montags. Da sind immer alle Gruppen zusammen. Mhm. Ja, ich werde aber nicht durchweg ein paar Leute spielen. Ich spiele auch zwischendurch dann was anderes. Okay. Nee, ich frage bloß, ob wir vielleicht so Termine ausmachen, dass wir die Bosse zusammen machen. Oder ob du da dein eigenes Tempo hast. Ich würde erstmal mein eigenes Tempo holen, sonst wird es wie bei Valheim, dass ich dann auf Krampf grinden muss und das ist dann nicht schön. Alles klar. Wir können ja die Bosse dann ja trotzdem nochmal mit BP machen. Ja, richtig. Können wir dann nochmal machen. Wir müssen ja nicht unsere stärksten Parts mehr nehmen. Wieso? Du hast nicht genügend Material? Was ist das denn? Es kann sein, dass du irgendwo die Materialien schon verbrauchst und während die noch verbraucht sind, zeigt er dir an, dass du sie noch hättest. Ach so.
Ich habe hier aber nichts am Produzieren und gar nichts. Das ist schlecht. Ja. Ich kann die Blaupause kann ich setzen, also auf Position bringen. Und dann kommt, du hast nicht genügend Material. Und ich bin definitiv in meinem Abbaubereich drin. Du bist auch noch in der Base, ja? Ja. Hm. Dann nehme ich die Scheiße mal alles in mein Inventar auf. 50, 20, 10. Der Axel sagt dann halt Bescheid, wie es bei dir aussieht, aber ich würde, sag ich mal, spätestens morgen schon mal den nächsten Drum probieren wollen. Ob wir den schaffen oder nicht, ist ja egal, aber probieren auf jeden Fall, heute oder morgen. Stand jetzt habe ich auch noch keine Meldung gehört von den anderen, die mit mir spielen wollten. Ja, wenn du zum Beispiel heute noch probieren willst, dann kannst du ja mal in die Richtung fliegen. Das ist ja, was ist das? Halbe Stunde oder so, nicht mal. Und dann können wir es probieren. Ich weiß bloß nicht, ob wir schon stark genug sind. Aber Level 30 rum für den nächsten Turm könnte ich mir schon vorstellen. Ich denke schon, ja. Ein Level up. Jetzt machen wir da. Irgendwas Neues erkunden. 35er Bot. 31. 31 kriege ich hin. Was bist du denn, ey? Schönen Flug. Ja, also.
Was? Falsche Richtung. Warum fliegst du denn in die Richtung? Selber. Jetzt ist schief. Oh Gott, ich komme gerade gar nicht klar, was ist hier los? Wo kommen die alle her? Kommt immer mehr, immer mehr dazu. Außen. Jetzt haben wir's. Alter Schwede, was war das für eine Aktion? Wasser könnten auch ruhig noch auf dem Radar markiert werden. Das wäre nicht schlecht. Muss ich nicht immer wieder auf die Map gucken, sondern weiß, in der Richtung ist der Boss. Ja, ist dann auch wieder schwierig, so mit der Anzeige, ob der jetzt unten oder oben ist. Ja, aber trotzdem, wenn so allgemein diese Richtungsanzeige für die Wegpunkte, weißt du? Auch für die Bosse halt. Na, guck mal, da ist er ja, der Turm mit den vier Kisten. Hast du ihn gefunden? Ja klar, ich wusste ja, wo er ist. Und wo war er? Oben im Maisgebiet, oben links. Okay, oben links? Oben links? Oben links. Ich dachte, oben rechts ist das Eisgebiet. Nein, oben rechts ist die Wüste. Das hier ist doch das Eisgebiet. Doch nicht links, das ist rechts. Das ist das Mini-Eisgebiet, das zählt nicht. Du meinst in dem richtig schlimmen Eisgebiet oder was? Ja. Ah, okay. Also das Mini-Gebiet, das habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Ich dachte, du meinst halt das hier, wo der zweite Turm ist. Wo ist der Boss jetzt hier? Elisabeth, ist sie in der Höhle? Ja. Ah, fuck. Und ich kann dir leider nicht mal sagen, wo die Höhle ist. Ja, das manchmal so habe ich richtig zu finden. Übel gesucht damals. Also ich lasse hier eine Truhe stehen, ne? Glaube ich, hab's. Auf dem Goldschlüssel kann ich nicht öffnen. Du lässt mir eine Truhe dastehen, weil du sie selber nicht öffnen kannst. Richtig. Super. Oh Gott, wo kannst du hier in die Hülle reingehen? Theoretisch vielleicht von hier oder von... Echt schwer zu sagen, ne? Einfach mal den Berg von links und rechts absuchen quasi. Ja, ich habe den Gott sei Dank zufällig gefunden, weil mich die Pal-Freunde-Anhänger quasi dahin gebracht haben.
In die Höhle. Ja. Die haben genau vorm Eingang gekämpft. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob das links oder rechts vom Symbol auf der Karte war. Nö. Nee. Ich könnte jetzt einfach sagen, rechts ist eine 50-50 Chance, dass ich richtig liege. Kämpft wieder was. Wilderer. War doch ein Shiny, oder? Sind das die Attacken von denen, oder? In der Meinung, ich höre ein Shiny, aber verschwindet immer wieder. Wir kämpfen doch nicht gegen Shiny, oder? Die Attacken von denen. Die klingen irgendwie so. Oder? Ich glaube, das sind bloß die Attacken. Das hier gerade eben. Ach, hier wird es sein. Guck mal. Hinwerfen zu dem, was da haben wir, ist, das funktioniert noch nicht so, wie sie es haben wollen. Ich bin gerade also auf meine Holzplattform geworfen, dass er dort abbauen soll. Jetzt. Weil er wollte Stein abbauen, ist das. Also hier ist die Höhle, für die, die es dann später interessiert. Elisabeth. Hier unten. Bei dem kleinen Strand und diesem kleinen Felsen, der hier mal sichtbar ist. Da ist der Mineneingang. Siehst du, habe ich doch gesagt, rechte Seite. Ich hasse dich. Kommt sogar mit Guards, sehe ich gerade. Mit B-Garde dabei. Das sind doch die explodieren, ne? Ah ja. Das ist doch ein Goldschlüssel, oder nicht? Aber eben auf mich anzugreifen. Danke. Und hier. Geht's doch nicht.
gibt's doch nicht. Es brennt und will einfach null in den Ball rein. Legt ihr sogar noch weg. Ah, jetzt haben wir's. Elisabeth. Verfressen ist die Alte auch noch. Toll. Beschwörungsaltar, opfere hier Steintafeln, auf denen Pals abgebildet sind, um mächtige Pals zu beschwören. Bereite dich zuvor gut auf den Kampf vor. So. Also, weil ich verstanden habe, sind die alleine Chrom möglich. Guck mal, Erzbruch Stufe 2. Eine Anlage zur Gewinnung von Erz im großen Stil. Der Erzabbau ist körperlich anstrengend. Überlasse die Arbeit Pals, die sich mit Bergbau auskennen. Oh, eigentlich so schon genug Erz, oder? Ich hab den in der Base stehen. Was? Ich hab den in der Base stehen. Erzbruch 2? Ja. Nicht den ersten? Nein. Aha. Wie kommt das? Hat sich so angeboten. Ich wollte gerade sagen, weißt du, ich überlege, ob ich mir den hier mache, denn die Donner der Heimkehr. Das ist Verbrauchsgegenstand, ne? Ah, das ist Verbrauch. Einmal nutzen. Ich dachte, das ist so ein Nachhauseknopf. Hof Stufe 3. Okay. Oh, blöd. Das ist ja blöd. Frag mich, wer da so eine große Festung in den Stein gebaut hat. Kann das bloß gewesen sein? Mir für ein antike Bauteil. Ja, große Farben, ne? So, was hatte ich bei dir gesehen? Palöl gab's in der beim Vulkan. Ich hatte Palsaft gesucht. Genau. Ich brauche jetzt aber Palöl. Ja, richtig. Den gab's beim Vulkan. Auf jeden Fall.
Und zwar da. Ja, ich habe die schon aufgedeckt. Teilweise so laut, ne? Wenn hier beim Abbauen und so. Was? Was? Der verkauft sogar Waffen? Manche machen das. Das ist neu, das habe ich auch noch nie gesehen. Der verkauft die alte Pistole. Das gab schon, glaube ich. Also bei dem in der Wüste hatte ich auch schon mal Waffen gesehen. Jetzt der andere, der Paul verkauft. Muss ja noch ein zweiter Händler sein. Du bist ja auch ein Händler. Wieder schön. Da also. Hier liegt eine rote Kiste. Hier liegt eine rote Kiste. Kann ich die überhaupt öffnen? Verdammt. Doch, kann ich. So. Weil die Schlüssel verkaufen, das lohnt sich ja gar nicht, wa? Schlüssel ja besser verschenken. Ah, der Ofen ist freigeschaltet. Super. Und die hochwertige Spitzhacke. Hochwertiger Metallspeer. Nice, da können wir jetzt anfangen, das hochwertige Metall zu machen, ne? Da ist ja das Truhenvieh wieder. Aber warum habe ich jetzt so eine geringe Fangchance? Hä? Ja, gerade eben eine Fangchance von 13. Ja. Mhm. Ah, das Level, natürlich. Anderes Gebiet, höheres Level. Und dann hat Mimok auch noch die Sphäre zurückgeschlagen. Eine pinke Sphäre, die ich gefunden habe. Eine pinke Sphäre? Ja. Ist es danach? Kann ich noch, die, gut? Die kann ich oder noch nicht mal craften. Okay. Ich habe 2 Stück oben links in der Eisfläche gefunden. Und gerade eins raufgeschmissen, der hat einfach abgeblockt. Frechheit. Das Holz rüber schaffen in der Zeit. Ich müsste mal ein paar Dracheneier sammeln gehen im Vulkangebiet.
Vielleicht so mal so ein Ignis. Weißt du? Rausholen. Feuerstufe 4. Wäre ganz cool. Wie heißen die? Jormunthide Ignis. Und einzuschmeißen. Was jetzt mal in Form auch Pfeile getroppt hat? Fixie. Pixie? No? Fixie. Wie Fox? Fixie. Foxy? Fixie. Nee. Leder und Knochen. Nee, die macht Pfeile, Palsfären und ein bisschen Geld, glaube ich, und Knochen. Hm. Und wie viel Wolle habt ihr so jetzt hier hergestellt? 121, jo, da lohnt sich. Ich hoffe, das haben die nicht hier geändert, fixt oder was auch immer. Was denn? Ja, die Dracheneier hier beim Vulkan. Die irgendwie gerade gar keine. Oder waren die recht selten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich sehe gerade nur rote Eier. Normalerweise lagen hier doch auch Dracheneier rum. Das Problem ist ja, die teilen sich ein Nest. Die roten sind wohl häufiger da als die Drachen oder wie? Ah, Drachen sind halt auch selten. Was denn jetzt schon wirklich seit gestern? Ich habe quasi heute noch kein einziges Mimok gesehen. Und du hast schon irgendwie 3 Stück gefangen oder so. Und andauernd sagst du auch, hier ist wieder eins und hier ist wieder eins. Wie kommt das? Ich habe gestern 2 gesehen. Das war's. Du hast schon 3 gefangen. Könnte ich auch mal mitnehmen, ne?
Oh, wann schlüpft ihr? 7 Minuten. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen gehen. Alles klar. Lass dir schmecken. Ja, bis später. Bis später. Bitte nicht verbrennen, jetzt bitte nicht verbrennen. Da kommt auch noch Hitze jetzt raus. Oh fuck, Alter. Und durch die Map. Oh Mann. Verbrannt und dann kam auch noch Hitze, weißt du? Ehrlich. Ich weiß gar nicht, warum du Hitzeprobleme hast. Weiß ich auch nicht. Erklär du es mir. Also ich bin schon unten beim Vulkan gewesen und ich hatte bisher noch nie Hitzeprobleme und ich trage eine Kälterüstung. Ich trage nur eine Thermo, eine feuerfeste Unterwäsche. Tja. Ich trage feuerfeste Unterwäsche mit Feuerresistenzstufe 1 und kälteresistente Metallrüstung mit Kälte 2 und ja, Hitze 1. Du trägst genau das gleiche wie ich. Komisch. Dann geh jetzt nochmal zum Vulkan, weil jetzt wird es gerade hell dort und jetzt wird es gerade heiß dort. Dann siehst du ja, ob du Hitzeprobleme bekommst oder nicht. Muss natürlich auch ein bisschen weiter reingehen in den Vulkan, nicht bloß hier am Strand rumgucken, ne? War das nicht vorher auch schon am Strand? Ich meine, vielleicht, aber ich glaube, wird dann stärker, wenn du ein bisschen näher kommst oder sowas. Keine Ahnung. Also hier am Strand habe ich jetzt gerade kein Problem. Vielleicht war es auch bloß, weil ich halt auch gebrannt habe, dass da noch Hitze da stand. Ich weiß nicht, ich habe gebrannt ja, und dann stand noch Hitze. Das stimmt. Das ist der Grund gewesen. Und dann bin ich wohl doch an dem Feuer gestorben. Keine Bälle dabei. Wie kämpfe ich dann überhaupt? Hat eigentlich keinen Sinn, ne? Ragnarok oder sowas? Ne, danke. Lass mich in Ruhe, ich habe keine Bälle. Also so ein Jumbo-Drachenei wäre jetzt echt super toll. Nicht Jumbo, Riesen. Vor allem wenn ich jetzt anfangen will, hier hochwertige Metall herzustellen, das dauert ja ewig mit Stufe 1 oder 2 Feuer. Also was denkst du, gehen wir heute noch zum zweiten Turm oder nicht? Grob. Können wir
aber gleich gerne machen, wenn du willst. Ja, von mir aus. Wenn wir das mal angucken, vielleicht schaffen wir es ja sogar. 2 Minuten schlüpfen meine Eier, dann können wir meinetwegen gerne in die Richtung, wenn du dann okay. Soweit bist. 250 Meter ist ein Teleport. Da würde ich noch versuchen, schnell hinzugehen. 200. Leider kein Drachenei entdeckt. Oh, heißes Jumbo-Ei. Das Wasser sieht aber schön aus. Ich glaube, das haben sie irgendwie schöner gemacht. Sah das schon immer so aus? Ne, du hast eine neue Grafikkarte. Ich habe eine neue Grafikkarte. Nee, oder? Nein, hast schon auf der Grafikkarte gespielt. Oder? Wollte schon sagen, oder? Weiß gar nicht, wann haben wir das gespielt? Januar, Februar rum? Ja. Gegen Weihnachten rum hatte ich mir den eigentlich bestellt. Frühes Januar kam er an. Hatte ich schon den PC. Finde, das sah ein bisschen anders aus vorher. Ja, man kann einfach sagen, die ist detaillierter geworden, die Karte. Ja, auf jeden Fall. Hier und da ein paar Kleinigkeiten. Da mal ein paar kleine Fässer. Hier und da ein paar neue Pflanzen. Also auf jeden Fall wurde was gemacht. Oh ne. Eine Shiny Bee gerade. Das sind die, die explodieren, ne? Die kleinen explodieren, ist ja nicht schlimm. Ich glaube, die kriege ich nicht gefangen, ey. Macht mir der Muskete ja schon keinen Schaden drin. Jetzt doch nicht. Im Ragnarok. Vielleicht habe ich Glück und wenn ich ein bisschen in der Luft bleibe, dann löst das Ding nicht die Selbstzerstörung aus. Also ich bin der Meinung, bei meinem Bosskampf, da waren ja auch so Bigarde mit dabei. Und einer von denen war gerade im Exploder-Mode und ich habe einen Ball drauf geworfen. Und in der Sphäre ist es nicht explodiert und als es dann rauskam, wollte es nicht mehr explodieren. Dann normal weitergekämpft. Das ist ganz normal. Nur das ist noch so voll vom Level, dass das geht nicht in der Sphäre rein. Hm. Und weil es so schön ist, werde ich von den anderen Bigarden angegriffen. Ich werde von Mosanna angegriffen, von den Palfreunden-Anhängern. Ja, alle Dufter. Wenn ich in der Nähe wäre, würde ich auch drauf hauen. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. Haut dem Xela eine rein! Also ich werde dann, soweit ich geht, in die Base. Hast du da hinten schon einen Teleportpunkt? Ich bin da hinten, aber wie gesagt, ich habe gerade eine Shiny Bigarde. Mhm. Ich gehe jetzt in die Base, bereite mich vor und dann sagst du Bescheid, wenn du ready bist. Du brauchst tatsächlich Steinkohle, um das hochwertige Metall zu machen, okay? Ja. Da geht die Holzkohle nicht. Aber für Munition oder sowas, da kannst du Holzkohle, glaube ich, nehmen.
Hab nicht mal ein Viertelleben von dem Viech weg bisher. Huch, Bonus 12%. Versuche ich doch mal. Einmal gewackelt und ausgebrochen. Ich glaube, das kann die Selbstzerstörung. Das hat mich bisher immer nur mit zwei Attacken angegriffen. Ich darf dem also nicht nahe kommen. Großes Pallbett. Oh, jetzt ist es soweit, ha? Aber das kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Da braucht man den hochwertigen Stoff dann, ne? Ja, ja. Fehlen noch ein paar Level-Ups. Die Ultrasphäre kommt jetzt auch bald, die pinke. Stufe 3 Feuer und Stufe 3 Transport. Ja, dann. Endet ihr noch. So, das haut wieder ab. Jetzt habe ich nochmal eine Chance, eine Terrasphäre von hinten zu treffen. Fluchtbonus 20%. Ja, immer noch nicht. Ja, sagst du Bescheid, wenn du ready bist, ne? Ja. So windig, ich krieg die Tür kaum auf und zu. Also, ich bin wieder da. Du hast gesagt, du bist auch gleich ready. Und bei mir ist es irgendwie ein Angriff, aber... Wo? Wo? Sehe nicht mal, wo, von wo die kommen. Die sind wahrscheinlich durch das andere Lager durch und wurden aufgehalten. Ach, meine Location ist geil. Also hier kommt einfach nichts durch. Eine Sache ablegen und dann können wir. Alles klar. E-Beams ready. Ich habe jetzt auch kein besonderes Team oder sowas vorbereitet, ne? Ach, von da kommen sie jetzt. Ja. Müssen halt nur aufpassen, dass wir in knapp 20 Minuten fertig sind wegen Server Reboot. Der Kampf geht sowieso maximal nur 10 Minuten, dann fliegst du raus. Ah ja, dann läuft dort. Merkst du was? Die wollen. Die wollen unbedingt in deine Base rein. Ja, die wollen. Kann die ja gar nicht killen, also er muss die killen. Komm, mach's mal platt. Komm. Ja, was ist los? Das ist auch. Was ist jetzt los? Bisschen anstrengend, immer den Ring anlegen und ablegen zu müssen.
Okay, Ridge vorbei. Warst du schon beim Turm oder musst du da auch erstmal hin? Nö, nee, ich war schon da, ich kann direkt hin teleportieren. Okay, dann sag ich dir Bescheid, wenn ich beim Turm bin. Achso, du warst noch gar nicht dort? Ne, ich bin direkt auf dem Weg dahin. Okay. Ich bin quasi ganz unten vom Wasserfall unterm Turm. Mhm. Man muss erstmal das komplette Weg irgendwie wieder nach oben fliegen. Musst du dich jetzt aber echt beeilen, ne? Weil in 17 Minuten ist der Server down. Quasi schon unterm Turm. Ich muss halt das komplette Stück irgendwie nach oben kommen. Nightwing kann ernten? Yep. So merkwürdig aus. Ist so laut hier, ich glaube, ich muss den Sound mal echt runterdrehen. So, ich bin beim Turm. Okay. Oh, kalt direkt. Schaden, Alter. Warum ist es hier so kalt? Sterbe! Fuck, ich bin auf die falsche Seite gegangen. Ich sterbe. Das war's. Digga. Ja. Was sind das für ein Schwachsinn? Warum kannst du hier rumlaufen? Du hast die gleiche Ausrüstung wie ich. Kälte, Rüstung und Thermounterwäsche tragen. Du hast gesagt, du hast die gleiche Ausrüstung wie ich. Ja, hatte ich auch in der Wüste. Warum sind wir hier bei Nacht? Ich habe immer zu kalt. Ich habe immer eine feuerfeste und eine Thermounterwäsche mit. Ich habe noch gar keine. Ich besitze keine. Ich besitze keine. Kann ich anziehen, was ich nicht habe. Ah, okay. Ich muss warten, bis es Tag ist. Sonst kann ich da nicht hin. Das Problem ist, du kommst jetzt nicht mehr an deine Rüstung hier ran, ne? Wieso? Weil du wieder auf Chris bist und bei der Rüstung bist. Bei Tag ist es doch wärmer. Ja, du hast deine Kälterüstung nicht. Natürlich habe ich meine Kälterüstung. Warum sollte ich meine Rüstung nicht haben? Weil du gerade verloren hast oder nicht? Verlierst bloß den Rucksack. Achso. Nur den Rucksack. Warte, ich bring dir eine Kälterüstung. Nicht die Ausrüstung. Thermo mit. Nein, jetzt ist es okay. Ist doch jetzt Tag, jetzt ist es schon wieder okay. Ich lasse es einfach reingehen, bevor es zu spät ist. Wo ist der Eingang? Da. Let's go. So, einmal F tippen. Gut, wir sind beide drin. Halten und rein. Let's go. Ich hoffe, wir schaffen das. Ach, die ist das. Dann wird das Petalia sein, oder? Oder nicht Petalia, was ist das Bessere nach Petalia? Wie heißt denn das?
Doch, ist doch Petalia, ne? Glaub schon. So ein Freak. Lilly und Lailin. Hier, fang du mal an. Ach doch, das ist die bessere Version von Petalia, also. Alter, die backt bei mir so rum, ich kann die gerade nicht treffen. Mir geht's so halbwegs. Halt immer, wenn die diese Movement Skills machen, ne? Und dreht das bisschen frei. Oh. Hä? Achso, bist du. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier so ein Militärtypi? Warum ist die Polizei hier? Ich war's nicht! Ihr kriegt mich nie lebendig! Alter! Es wird eng, aber ich denke, wir können das schaffen. Ja, das schaffen wir locker, aber das regt mich gerade auf, dass ich sie nicht treffen kann. Das ist überhaupt nicht möglich. Alter! Sollst dein Pyrin mal auswechseln, das stoppt gleich. Meine Frage zu diesem Meteorvieh, was du da hast, ne? Erhöht es nur deine Abbaurate oder auch von anderen? Nur meine, also, glaube ich. Also wenn du das Ding jetzt in der Base einsetzt, erhöht es die Abbaurate von dem anderen Pelz? Nee, ne? Ich glaube im Text steht, es muss im Team sein. Achso, okay. Alles klar. Die Blasen, die gehen einfach durch den Turm durch. Nö. Wenigstens werde ich so meine Musketenmunition los. Aber die zu treffen ist sowas von schwierig, ey. Nicht nur von der Bewegung her, sondern auch so kleine Lags sind also bei in der Bewegung von ihr. Hm. Aber die kriegen wir 6 Minuten noch. Wir haben sie schon fast runter. Ja, ist locker. Ist gut. Also ich mache mit meiner Muskete auf dem Kopf über 600 Damage, aber ich treffe sie halt kaum. Wie gut, dass ich da bin, ne? Ich kläre das hier. Ich schieße auch die Quelle daneben. Och Mann! Immer wenn man gerade schießt, dann bewegt sie sich. Ja, jetzt backt sie sich wieder hinterm Turm weg. Kommst du da hinten auch mal weg? Hey. 682 mal Muskete. Okay,
Campingpacker. Ja. Steht so scheiße in der Säule, ey. Ja. Bürgert jetzt alles hinaus. Doppel Chillet! Zeit zum Chillen! Bleib stehen! Meine Fresse! Ja, jetzt haben wir sie. Gucke mal. Boom! Geklärt. Danke für den Freeze. Dadurch habe ich es abknallen können. Easy peasy. Warum springe ich da runter? Weiß ich auch nicht, ob ich runtergesprungen bin. Kannst du echt gleich von oben teleportieren, ne? Ja. So, weiß nicht. Ich weiß nicht, du bist runtergesprungen und dann instinktiv bin ich auch einfach runtergesprungen. Ja, ja. Dem Moment, wo ich den Fallschirm öffne, denke ich mir so, scheiße. Das war einfach oben weg teleportieren können. Aber lieber da sind wir nicht alle ein bisschen dös. Ich glaube, das nächste Ziel für mich wird sein. Was tun? Durstdünen, Obsidiankrater und Geisterzinne. Alles Geisterzinne neu. Weiß ich nicht. Ne, Institut für Genforschung gab's schon. Oder? Ah ja, okay. Das ist der im Eisfeld. Gibt, irgendwie eine neue Gruppe irgendwie. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ja, mein nächstes Ziel wird, glaube ich, sein, ganz dringend mal Stufe 3 Abbau suchen. Und dann hier so eine Mini-Base reinsetzen, dass die das für mich AFK machen können. Mhm. Weil ein Kohlebruch gibt's ja nicht, ne? Nee. Das fehlt noch so ein bisschen, dass man wirklich für jedes, für jede Ressource so einen Bruch halt macht. Dass man das in der Base machen kann. Das fehlt leider noch. Kam schon die Ansage? Ja. Gibt es doch. Gibt es für Kohle? Sogar für Schwefel. Ach so? Aber ja, spät. Sehr, sehr spät, oder was? Ja. Ich glaube, dann brauchst du schon fast nicht mehr. Na, ah, das ist der Mist. Schade. Okay. Ach Gott, ich bin einfach zu schwer. Dann ab in die Base und dann mache ich mal kurz wieder Pause. Ist ja sowieso Server Reboot Time. Und ja, dann mal schauen. Deine Leute haben sich gar nicht gemeldet, hä? Ne. Noch nicht mal die Nachricht gelesen. Ich habe heute Morgen eine WhatsApp geschickt. Hm. Du die nicht haben wolltest, dann lege ich meine Thermo-Unterwäsche wieder weg. Das geht auch so scheiße. Was?
hast dir richtig zugehört. Dass du die Thermo da schön weglegst? Ja. Tragende Thermounterwäsche. Also woran es mir momentan einfach übelst mangelt, sind hochwertige Metallwaren. Ja. Aber ja, dafür fehlt halt die Kohle, ne? Erz habe ich recht viel da. Ja, das ist Kohle, kein Problem. Mein Azog Stufe 2 macht die einfach nicht schnell genug. Ach so, das Schmelzen dauert so lange, ja? Ja. Deshalb war ich ja auf der Suche nach den Ignis-Dingern. Ignis, wie die heißen? Igmontide oder irgendwie so. Jormontide Ignis. Ja. Die haben Stufe 4 Feuer. Man muss halt erstmal so ein riesen Drachenei finden, ne? Beim Bildfahren. Gut, ich mache erstmal aus und dann sehen wir uns so in 10 Minuten wieder. Gehen wir da. Vielleicht weniger. Ja. No, bis gleich. Bis gleich.